Guten Tag da draußen. Ich weiß nicht, ob es Twitter oder ob es doch YouTube wird. Ich weiß nicht, inwiefern Twitter Videos zulässt in welcher Länge. Aber aufgrund der aktuellen Ereignisse, Geschehnisse, fühle ich mich dann doch in der Position, dann auch mal was sagen zu müssen. Und für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, liebe Grüße an den guten Timo, an den Metzger, der gerade eben ein, naja, nicht mehr so überraschendes Video veröffentlicht hat, dass er das, den Bereich Carsten für sich erstmal ad acta legt und aufhören wird und inaktiv gehen wird und damit aufhören wird. Ich denke, aufgrund des besonderen Verhältnisses, nennen wir es mal so, bin ich dann schon auch mal verpflichtet, ja, was dazu zu sagen und dem Respekt zu zollen. Du hast es ja auch im Video schon erwähnt. Ich hoffe, wir kriegen das hier in einem One-Take durch. Das nennen wir es mal der Start. Der Start auch für dich und generell so in dem, dass man sich, ne, da zwischen uns sehr, sehr schwer war. Und ob berechtigt oder nicht, die Frage stellt sich nicht. Wir haben das ja eh aus der Welt geschafft. Und mehr oder weniger drüber geredet. Für mich war es dann einfach verjährt und in Ordnung. Und ja, keine Ahnung. Ich nehme mich da selbst auch in die Schuld. So, die Art und Weise war wahrscheinlich nicht die beste. Jetzt bitte kein Wind. Die Art und Weise war wahrscheinlich nicht die beste. Vielleicht nötig, weiß ich nicht. Aber das ist nun mal meine Art und Weise, mit Sachen umzugehen. Ja, hätte man bestimmt anders regeln können. Für mich war es zu dem Zeitpunkt aber definitiv die effektivste Art und vielleicht nicht die richtige, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Die Bewertung steht mir auch überhaupt nicht zu, aber für mich war es in dem Moment halt einfach die effektivste Art, das anzugehen und Leuten zu sagen, hey, mach die Augen auf. Fakt ist, ich nicht zu dem Zeitpunkt damit gerechnet habe, dass es so eine Welle mit sich zieht. Absolut nicht. Wirklich nicht, schwöre ich drauf. Ich weiß auch, also keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es so schlecht war. Für dich vielleicht schon, in dem Moment, aber die Art und Weise, und da ziehe ich wirklich den Hut vor, davor habe ich den größten Respekt. Das habe ich dir aber auch schon gesagt und das habe ich auch schon in den Streams noch gesagt. Die Art und Weise, wie du dich da rausgeboxt hast, wie du das akzeptiert hast, die Situation, nach ein paar Wochen und dein Ding weitergemacht hast, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Davor habe ich den größten Respekt, wie du dich entwickelt hast, wie du es weitergemacht hast und ja, wie du dich durchgeboxt hast und dein eigenes Ding aufgebaut hast. Es ist heftig, wenn ich dich so in dem Video reden höre. Ich weiß nicht, ob das was mit dem deutschen Caster-Bereich zu tun hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Aber in wie vielen Aussagen man sich halt wieder sieht, wenn man die unterschiedlichen Caster reden hört. Ich weiß gar nicht, wo es anfängt. Ne? Wir hatten ja auch gestern im Talk mal ganz kurz das Gespräch. In Deutschland wird das Ganze einfach, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist, es wird aber hier auf jeden Fall sehr, sehr hart kritisiert, weil wir ja nun mal auch ein kleines, nörgelndes Land sind, gefühlt, und der Stellwert eines Casters in Deutschland selten bis gar nicht anerkannt wird. Wirklich. Das ist jetzt immer so, es wirkt immer wie Caster-Geheule für Außenstehende. Ich kann euch aber sagen, in der Haut eines Casters ist das vielleicht nicht immer ganz so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Und man ist mit sehr, sehr viel Druck und sehr, sehr viel Last und sehr, sehr viel, ja, vor allem, wenn man es wie Timo dann halt auch nahezu, ich glaube, fast immer durchgehend alleine macht, ist die Aufgabe nochmal schwieriger. Wenn ihr, wie er sagt, teilweise um 15, 16 Uhr anfangt und 22 Uhr aufhört und ein BO3 oder mehrere BO1 hintereinander habt, irgendwann geht euch die Puste aus. Es geht euch einfach die Puste aus. Es ist nicht wie auf Arbeit, dass er mal so seine Zeit hat, sondern du hast ein Match, was in der Regel 45 Minuten geht, in der du durchpowerst, in der du alles gibst und reden, reden, reden. Du musst immer kreativ sein, immer dir was einfallen lassen.
Das nagt sehr an der Kraft, plus die Wertschätzung in Deutschland einfach nicht da ist. Und auch das bestätigt wieder meine Aussage, dass du es außerhalb von 99 Damage sehr, sehr schwer hast, dich als Caster festzusetzen. A, weil nun mal die großen Events an 99 Damage geht, was legitim ist, es ist aber nun mal ein Fakt. Und weil du auch finanziell immer, du hast, ich meine, wie lange geht so ein Event? Wenn du Glück hast, geht es mal ein, zwei Monate, in denen du einen festen Auftrag hast. Da musst du aber auch schon hoffen, dass das nächste Event kommt, nächste Event kommt, nächste Event aufkommt. Und ihr werdet nicht reich davon. Ja? Das heißt, ihr macht ein Hobby, was euch am Herzen liegt, aber ihr werdet niemals groß, ja, der Großverdiener damit. Trotzdem opferst du dich für Leute auf, dass die ihr Spiel sehen, dass die das Spiel sehen können. Und Wertschätzung ist dann trotzdem nochmal sehr, sehr schwierig. Und ich verstehe deinen Schritt voll und ganz. Es ist wahrscheinlich auch das Beste, da spreche ich aus Erfahrung, einen klaren Cut zu machen. Zumindest erstmal. Ich habe den nie geschafft, nie so zu 100%. Dann habe ich hier nochmal was gemacht und da nochmal was gemacht. Und du läufst dem Ganzen immer hinterher. Du hast immer das Gefühl, du willst es noch, aber es funktioniert nicht so zu 100%, weil auch nichts reinkommt so richtig. Deswegen ist der klare Cut, denke ich, von dir auf jeden Fall der sinnvollste Weg. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Jetzt muss ich selbst mal den Faden finden, weil ich jetzt auch sofort nach dem Video einfach mal spontan das aufnehmen wollte. Ja, bezüglich finanziell Arbeit und vor allem die sozialen Sachen. Ich kann dir da ein Lied von singen. Ja. In den Jahren, wo ich das so aktiv gemacht habe, mich hat es ja nicht anders. Ich habe meinen Vollzeitjob gehabt und bin abends dann noch 3, 4, 5 Mal die Woche, ist immer unterschiedlich gewesen, noch 4, 5 Stunden online gewesen, nach meinen 8,5 bis 10 Stunden unterwegs sein. Und das zehrt an den Kräften und das zehrt auch an den sozialen Kontakten, wenn dann am Wochenende mal irgendein großes Event ist von Freitagabend bis Sonntag und du dann 2 Tage davon abdecken musst. Alle anderen sind draußen freitagsabends feiern, deine ganzen Freunde, und du musst sagen, hey, ich sitze am PC und kommentiere ein Counter-Strike-Spiel. Die halten dich halt für völlig irre. Das vielleicht nicht, aber ich glaube, jeder kennt das. Freunde fragen einmal, fragen zweimal, fragen vielleicht noch ein drittes Mal. Wenn du es beim dritten Mal schon wieder nicht schaffst, dann wird es schon schwierig. Und ich war bei 99 Damage und hatte noch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte heute einfach mal ein Wochenende für mich haben, kann das jemand anders machen? Timo hat das nicht. Der ist praktisch gezwungen, alles anzunehmen, weil es finanziell einfach, ja, schwierig ist. Ich will das jetzt auch nicht künstlich in die Länge strecken. Es ist ein bisschen fast schon ironisch, möchte ich sagen, dass wir diesen Beef hatten und gestern zusammen den letzten Cast hatten, wenn man es so nennen kann. Wie du schon sagst, das ist ja auch für dich so ein bisschen anders gewesen. Für mich war es so wie immer. Ich kenne es auch von Take-TV und Co. Es geht sich auch, glaube ich, gar nicht darum, ob es gut war oder schlecht war, aber es war anders. Und ich glaube, dass man mit sowas sehr, sehr gut abschließen kann. Ich hoffe es für dich auf jeden Fall, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, du musst nochmal einen nachlegen oder sowas, weil das nicht deinen Ansprüchen genügt hat, weil das halt einfach kein Cast in dem Sinne war. Vielleicht ist es gut, so auf diese Art und Weise das Buch zuzumachen. Es ist irgendwie total paradox, wenn wir ehrlich sind, dass wir dann zusammen den letzten Cast hatten. Das würde aber auch erklären, warum du gestern irgendwie so drauf gepocht hast, dass ich dann mit hochkomme und caste. Das ehrt mich sehr, das sage ich von ganzem Herzen, dass du dann sagst, komm mit. So, es gab ja auch noch andere Kandidaten, die da das hätten machen können. Ist lustig, ehrt mich und ja, ist eine starke Aktion. Ist eine sehr starke Aktion. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht passiert das ja nochmal. Vielleicht gibt es ja nochmal ein German Scouting Ground und dann gibt es nochmal Showmatches. Und dann wären die ja, also die wären ja bescheuert, wenn die uns nicht dafür die Showmatches nehmen würden, ne? Ja, um das Ganze kurz zu fassen, haha. Wahrscheinlich werde ich es eh auf YouTube hochladen müssen, weil 10 Minuten Videos auf Twitter ist wahrscheinlich komplett unmöglich. Timo, ich habe wirklich größten Respekt vor dir, vor der Art, wie du dich da rausgeholt hast. Von hier nochmal öffentlich, vor allen Leuten, die das sehen könnten.
Ich wusste nicht, dass es so eine Welle mit sich trägt. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Ich meine, wir haben es ja eh schon ad acta gelegt, aber trotzdem denke ich, den Respekt sollte man dir zollen. Ich habe größten Respekt davor, den Schritt, den du gemacht hast, als eigenständiger Caster in Deutschland so einen Weg zu gehen. Das ist alles andere als einfach. Das ist sehr mutig. Da habe ich einen Heidenrespekt vor. Einen Heidenrespekt vor. Ich kann mich sehr gut in deine Situation versetzen. Ich verstehe dich voll und ganz. Ich hoffe, deine Community und deine Leute um dich herum verstehen das genauso. Versuch auf jeden Fall dein Leben in den Griff zu kriegen. Das klingt total böse, aber ich kann es mir vorstellen, wie das so ist, dann in einem finanziellen Slum zu hängen und dann nicht rauszukommen und gerade in so einem unsicheren Bereich keinen Fuß zu fassen. Nimm dir deine Zeit, festige dich und ich bin mir ziemlich sicher, so viel Leidenschaft, wie du da reingesteckt hast und so viel Passion, wie du reingesteckt hast, wirst du irgendwann an dem Punkt sein, wo du sagst, okay, vielleicht caste ich heute doch nochmal ein bisschen was. Die Anfragen werden sowieso reinkommen. Und wenn es nicht halt aus einem finanziellen Aspekt ist, sondern einfach aus der Leidenschaft heraus, ganz ablegen. Jeder Caster wird dir das sagen. Ganz ablegen wirst du das nie. Die Leidenschaft, die man als Caster für dieses Spiel empfindet und den Leuten das rüberzubringen, verstehen auch nur Caster, die das mit Herzblut machen. Da zähle ich dich zu. Glaub es mir, jetzt der klare Cut ist super smart und super gut. Es ist auch nicht schlimm, wenn du in 2 Monaten sagst, hey, ich mache heute nochmal einen. So ganz wegkommen wirst du nie davon. Aber ja, die richtige Entscheidung deinerseits, wenn du dich damit wohlfühlst, vor allem. Ja, also nochmal. Alles Gute auf deinem weiteren Weg, Timo. Danke für den Abend in Osnabrück. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weißt, ich bin kein Mann, der, ja, wie soll man das denn jetzt sagen? Ne, sagen wir es mal so, ich bin relativ direkt, ja. Und wenn ich es nicht ehrlich meinen würde, würdest du das Video auch jetzt nicht von 12, 13 Minuten kriegen. In diesem Sinne kriegst du jetzt was ganz Besonderes von mir. Ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg einen guten Kick, mein Guter. Und wir sehen und hören uns garantiert nochmal wieder. Alles Gute für deinen weiteren beruflichen Weg und halt die Ohren steif. Punkt.